Guten Morgen. Bei wir haben wir schon vor, da haben wir Jesu, gemeint mit dir, und ich danke dir für deine Leib und für deine Güte. Und ich bete, Herr, dass du an diesem wunderschönen Tag zu uns redest, dass wir dein Wort verstehen und dass uns Leben verändert wird. Ganz besonders, dass wir meine Glaube kriegen, Herr, im Namen Jesu. Amen. Jetzt sagst du im Vers 12 von Kapitel 15, danach, Vers 32, danach rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, die Leute tun mir leid. Sie, immer war das seitet. Jesus hat ein Matchefeil mit den Menschen. Sie sind jetzt schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken. Sie werden weiter den weiten Weg nach Hause nicht schaffen. Aber die Jünger antworteten, woher sollen wir hier in dieser verlassenen Gegend genügend Brot bekommen, damit so viele Menschen satt werden? Also, wie seine Jesus in Matthäus und wie seine, dort waren eben eine Situation, erst das erste, was die Menschen haben, sorry. Wir sollen wie diese oder Brötchen, dort wird die Jünger erfroren. Jesus fragte dann, wie viele Brote habt ihr denn? Sie antworteten, 7 Brote und 1 paar kleine Fische. So wollte sie dann erzählen, dass sie dort noch so betonen, kleine Fische, dass es anbedient, er riet nicht mal von uns zu. Das wollte sie Jesus sagen wollen. Wir haben nicht mal von uns genug eten. So, hier sei wie Jesus hat und das Menschen hat. Und ich glaube, die Folge hat, wie zu sagen, eine Menschen hat und nicht eine Jesu hat. Jesus hat Mitleid und Jesus hat Macht, die Situation zu verändern. Die Menschen müssen sich sorgen und die Menschen wollen dort, was sie haben, nicht ihren aufgeben. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich zum Essen niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote und die Fische. Er dankte Gott für das Essen, teilte die Brote und Fische und gab sie den Jüngern, die sie an die Leute weiterreichten. Jeder aß, bis er satt war. Etwa 4000 Männer waren dabei, die Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. Anschließend sammelten die Jünger die Reste ein. 7 Körbe voll waren noch übrig geblieben. Jetzt erst schickte Jesus die Leute nach Hause. Er selbst aber bestieg ein Boot und setzte nach Magadan über. Jesus ist der Selbst. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir weiter, dass Jesus noch einmal Mitleid hat mit den Leidenden. Dass Jesus noch einmal Macht hat. Und dass Jesus dort noch einmal will. Das Selbst ist dann. Er ist der Selbst. Er hat die Selbst Macht. Und dass wir mit unseren Sorgen und unseren Unglauben besiegen. Herr, ich bete, help uns damit. Help uns, dass wir die Maya töten. Wie seine Emma war, derjenige, der sah, jeder Tag wurde alles deutsch. Und den fehlt der Barmherzigkeit und ganz besonders fehlt in den Glauben. Herr, ich bete, dass du uns mit diesem rechten Glauben erfällst. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.